Hallo, herzlich willkommen bei der Folge Nordfriesisch mit dem Hank auf der nordfriesischen Karte heute am Donnerstag. Ungeplant, kommt selten oft. Ich mache noch eine Folge, ich hänge jetzt noch eine hinten dran, weil es passt mir gerade gut. Die Zeit wurde mir gerade gewährt, alles top. Sonst hätte ich jetzt aufgehört, aber läuft alles wie am Schnürchen gerade. Deswegen mache ich jetzt heute noch eine. Das heißt, mir fehlen dann Freitag noch drei, das passt ganz gut. Das müsste ich dann vor meinem Abendbrot im Endeffekt abgearbeitet bekommen. Dass ich dann im Endeffekt dann morgen ein bisschen Busse mache. Ja, passt ganz gut. Gestern haben wir stehen geblieben, LS und so weiter. Freue ich mich mega drauf. Ich hoffe, ihr genauso wie ich. Ich muss LS auch noch vorbestellen. Was mir, habe ich auch, glaube ich, schon mal letzte Woche drüber geredet und habe ich auch mit Marcel in der Zeit noch nicht beredet oder allgemein, muss ich sagen, habe ich bisher damit noch nicht mit ihm darüber so richtig gesprochen. Wir haben darüber schon zwar ein paar Worte verloren, aber noch nie so richtig, dass ich mich halt frage, kriegen ja zum LSR den Season Pass. Ob sich das für mich lohnt, weil im Endeffekt den anderen LS-Teilen habe ich das halt auch nie gebraucht, außer so ein paar DLCs. Da werde ich mit Marcel nochmal Rücksprache halten, was er dazu meint, was er dazu sagt vor allen Dingen. Weil ich halt im Endeffekt dann mit ihm halt auch optimalerweise dann halt, glaube ich, mit ihm einen ganz guten Partner gefunden habe, wo man sagen könnte, ja, wir machen das so oder so. Ich denke, das geht schon, das sollte gehen, das sollte machbar sein. Genau. Ja, neuer LS-Teil. Freude. Weitere Spiele, wenn ich mir mal es gerade so im Kopf vor oder so, mein Kopf ist natürlich dafür nicht so die optimale Informationsquelle, muss man ja leider dazu sagen, weil mir viele Spiele, wie zum Beispiel auch der Bus im Jahr, sicher hatte ich schon auf dem Schirm und so weiter, aber halt dann doch jetzt schon so ein bisschen länger her sind. Für den LS-Teil noch mal ganz kurz, ich plane für die Woche des Releases Urlaub zu nehmen, dass wir uns das ganz entspannt anschauen können, vor allen Dingen auch meine Wenigkeit, auch alleine für die Produktion der Tutorial-Videos und so weiter, die am Anfang halt immer kommen, beziehungsweise kommen sollen von mir aus. Wie gesagt, da plane ich halt, wie gesagt, Urlaub. Muss ich zwar noch abklären, aber ich denke, das sollte ganz gut sein, weil da sind wir jetzt über einen Monat weiter. Ja, anderthalb schon fast. Also da sollte dann nochmal Urlaub für mich drin sein die Woche. Werde ich halt aber auch bald absprechen, denke ich. Einfach nur, um das safe zu haben. Denn wenn ich das mit ihm, mit Meister, Werkstattleiter vorher schon mal besprochen habe, kann er halt im Endeffekt und da schon mal zugesagt haben, dass das klappen wird. Dann erinnere ich ihn da zwei Wochen vorher dran. Oder so, dass ich dann halt in der Woche nicht da bin und das Thema dann halt für mich im Endeffekt hat leider einfach gegessen. Muss ich ja dann mal so sagen, weil ich denke, das wird dann halt eine Woche Überstundenabbau werden. Dann ist gut. Dann arbeite ich wahrscheinlich noch ein paar Wochen. Bis Mitte Dezember, denke ich. Und dann werde ich wahrscheinlich Urlaub Überstunden abfeiern müssen. Also nach aktuellem Stand irgendwann so Mitte Dezember ist für mich Schicht in Schacht mit meinen ganzen Urlaubs und Urlaubstagen und Überstunden ist aktuell der so ganz grob, ich habe wirklich ganz ganz grob gerechnet, da fällt halt noch ein Tag für Theorieprüfung raus, ein Tag für praktische, wie die Feiertage hundertprozentig fallen, weiß ich auch noch nicht. Die fallen, glaube ich, dieses Jahr ganz bescheiden auf dem Samstag, Sonntag, Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwie sowas. Kann ich jetzt eigentlich auch sehr gut mitleben, mein Gott. Von daher mache ich mir jetzt gar nicht so großen Kopf. Also halt, wenn ich jetzt mal so ganz grob rechne, halt wie gesagt dann so im Mitte Dezember dann halt Überstunden und Urlaub abfeier bis Ende Januar. Bis ich dann halt mit meiner Ausbildung papiertechnisch fertig bin. Ja. Fahren wir am sinnigsten am besten hier lang. Genau. Aber wie gesagt,
Ich freue mich schon drauf. Ich muss sagen, echt, ich bin auf alles gehypt. Ich freue mich auf meine Prüfung so ein bisschen. Ich habe Bock drauf, dass es zu Ende ist. Ich weiß, dass es weitergeht. Dass ich mir da keinen großen Kopf drum machen muss, weil ich da bleiben darf. Oder kann. Und auch möchte, ist natürlich auch eine Sache. Ich muss nicht bleiben, ich darf bleiben, ich möchte auch bleiben. Freue mich da schon drauf, muss ich echt sagen, Kollegen, alle Mitarbeiter einfach. Macht halt Spaß und das ist halt die Hauptsache. Und freue mich allgemein. Aktuell ist halt echt so, ja sicher, bei mir laufen nicht alle Sachen gerade nach Plan und reibungslos oder so, aber ich muss halt doch schon sagen, es läuft gut. Es gibt natürlich immer so ein paar Hürden, wo man sagt, ja, es wäre schön, wenn. Aber es wäre schön, wenn, ist natürlich auch schon so ein bisschen anders. Wie gesagt, noch so ein paar Sachen, die mich halt noch so ein bisschen stören. Oder wo ich sage, ja, schwierig. Aber wie gesagt, mir geht's gut. Ich habe trockenen Schlafplatz. Und ich habe ein Dach über dem Kopf, in Anführungsstrichen. Finanziell ist auch gut, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie so total schlecht und sowas, aber nee, alles gut. Das läuft halt einfach alles. Und das ist halt im Endeffekt schon die Hauptsache, wenn man dann auch noch glücklich zusammen ist, muss ich sagen. Passt das schon. Und sowas gefällt mir halt einfach sehr. Ja, ab und zu einfach mal, vor allem, wenn du halt im Endeffekt schon mal ruhig schlafen kannst, das ist halt auch schon so die Sache, wo ich sagen muss, ja, das wird wahrscheinlich so ein paar Tage vor der Prüfung wahrscheinlich nicht mehr so einfach, aber trotzdem freue ich mich drauf. Weil ich ja immer noch sagen muss, der größte Bammel habe ich vor der theoretischen Prüfung. Vom Praktischen mache ich mir jetzt nicht so einen Kopf, muss ich sagen. Sicherlich auch Prüfung allgemein hin und her. Aber im Endeffekt, Theorie ist nochmal noch so eine Baustelle, weil praktisch ist halt schon überschaubar und machbar, würde ich sagen. Praktisch ist halt... gar nicht, ich hab's wieder verwechselt. Praktisch halt schon überschaubar und machbar, wenn ich das schon. Theorie, vor allem jetzt mit dem Zusatz, dass nach aktuellem Stand alles drankommen kann, ist halt immer macht mir es aktuell immer noch so ein bisschen mulmig im Bauch. Abwarten, wenn wir jetzt erstmal 2-3 Wochen weiter sind oder so, dann müssen wir mal gucken, dass wir da halt dann noch ein paar genauere Informationen vielleicht bekommen. Vielleicht legen sich dann auch Sachen von allein wieder. Ab und zu ist einfach mal ein bisschen Geduld haben. Einfach das beste Mittel, was es bei sowas gibt. Und wie ich heute zu unserem Filialleiter gesagt habe, einfach mal machen. Es ging nämlich heute um... Scherz, ich sitze ja aktuell im Lager und der Lagerist wohl, unser Verkäufer braucht ein paar neue Batterien für seine... Lampe, die er im Auto liegen hat, wenn er mal irgendwo beim Kunden ist und mal wieder in den letzten Ecken krabbeln muss, weil er ein Teil, was er zurücknehmen soll, da wieder steht, da muss er sich das nicht einmal angucken und hat dann eine Taschenlampe im Auto und dafür braucht er halt Batterien. Ich habe ihm das vorher schon mal angeboten, ja, soll ich dir welche bestellen, weil es sind die großen runden Batterien, 1,5 Volt, diese großen runden Batterien. Wusste ich, haben wir nicht da, wusste ich aber, kann ich aber bei uns bestellen. Habe ich ihm das vorher schon angeboten? Er so, nee, danke fürs Angebot. Er kümmert sich da gleich selber drum. Dann war ich halt selber, wie man halt, was halt ist, dann räumst du dir was ein, dann gehst du zu dem Kollegen, fragst, was macht hier, was da. Gar nicht mitgekriegt, dass der Verkäufer wieder da war. Und dann hat er bei mir auf dem Schreibtisch, ich sitze ja aktuell auch im Lager, hat er mir da die Batterie hingestellt, obwohl ich sofort herkomme. Bestellt eben welche. Ich habe jetzt, Batterien bestellt, 20 Stück für 20 Euro oder so. Mein Gott, er wollte nur 6 oder 8 haben. Ich habe schon vergessen, ich glaube 6 waren es oder so. Dafür, dass wir aber für unsere Tür ebenfalls, wir haben so eine an unserer Tür,
haben wir so eine Klingel im Endeffekt. Wenn einer durchgeht, gibt es ein Geräusch, wenn im Büro vorne keiner sitzt. Weil der meiste in der Werkstatt gerade am Rumrennen ist und der Lagerist irgendwo hinten im Lager steht oder so, kriegt man das teilweise nicht mit, dass einer da durch die Tür gegangen ist, und mit dem Geräusch macht das schon ein bisschen angenehmer. Habe ich jetzt gesagt, komm, da müssen halt auch die großen Batterien rein. Habe ich gedacht, komm, scheißegal, bestellt jetzt einfach 20 Stück. Weil sonst bestellt der Lagerist immer nur zwei für die Tür. Ist jetzt auch nicht das Problem, die sind halt dann morgen da. Jetzt habe ich einfach 20 Stück bestellt. Die schreibe ich morgen, weiß ich nicht, aufs Lager, auf Werkstatt auf, ist ja im Endeffekt komplett Wumpe. Ich glaube, in der Werkstatt haben wir irgendwo noch einen Auftrag mit Werkzeug oder so. Da kann ich da einfach mit drauf schreiben. Oder ich schreibe es irgendwo im Lager dabei. Oder ich schreibe es beim Verkäufer auf. Ist im Endeffekt auch eigentlich Banane wie Hose. Kann der Verkäufer sich die so viele rausnehmen, wie er haben möchte. Wir haben oben nochmal welche, wir haben immer nochmal Ersatz welche liegen oder so, weil ganz ehrlich, Schaden tut es ja einfach nicht. Wenn da einfach mal frische Batterien reinkommen. Dann habe ich heute ja noch so ein paar Kleinigkeiten halt einfach gemacht. Wir haben halt auch so einen Schlüsselkasten und so. Da ist halt ein Bereich aufgeteilt für Kundenmaschinen, ein Teil aufgeschaltet für unsere eigenen Maschinen. Da habe ich mir jetzt noch eine eigene Reihe freigeräumt. Ist im Endeffekt auch gerade nicht so schwierig, weil so viele haben wir jetzt gerade nicht am Platz. Es ist halt viel unterwegs und so. Da habe ich mir so Platz, da habe ich mir unsere Mietmaschinen, da haben wir auch Schlüssel für, und habe ich mir das alles jetzt auch schön beschriftet und so weiter, wie ich das halt im Endeffekt immer im Ordner für die Übergabe, Lieferschein und so weiter, und die Pläne, wann die Schlepper vermietet sind und so weiter und so fort. Auch gemacht habe ich mir jetzt schön mit dem Etikettiergerät so schön die Modelltypen ausgedruckt, in Anführungsstrichen, und habe die jetzt schön in den Schlüsselkasten reingeklebt, dass du halt jetzt auch auf einen Blick siehst, welcher Schlüssel für welche Maschine ist. Weil kann das schon mal sein, die von zwei Modellen sind relativ ähnlich, weil an dem Bund halt auch AdBlue-Tank-Schlüssel sind und so. Das hat der Kleiderer hat das nicht. Oder so, das kann halt dann immer sein, dass das dann halt da abweicht und so. Habe ich mir als extra so Dinger dahin geklebt, dass ich das halt wiederfinde, dass du halt da drauf guckst, auch schön in der Reihe und so weiter, hast du halt sofort der Schlüssel ist gerade nicht da, der ist halt, wenn der Trecker ist allgemein unterwegs oder der steckt vielleicht sogar noch im Trecker, dass du halt auch sofort einmal dahin greifst und nicht erst einmal aufs Bändchen gucken musst, ob es auch wirklich der Schlüssel ist für den Trecker. Weil sonst halt kommst du halt wieder durcheinander, dann passt das wieder nicht, dann hat vielleicht der andere Kollege dann doch den Schlüssel vom anderen Trecker damit gegeben, weil theoretisch passen die ja eh alle überall rein, aber dann ist halt bei dem einen sind halt die AdBlue-Schlüssel noch mit dran, dass die Kunden halt auch ihre die Tanks wieder voll machen können, bevor die wiederbringen, weil sonst wird das halt auch noch extra berechnet und so weiter und so fort, halt hat normale Probleme, und dann halt muss ich halt von so einem Verkäufer morgen noch was aufbauen, wenn morgen Zeit ist, weil Plan ist morgen voll für mich. Trotz dass ich im Lager sitze, habe ich morgen auch noch zwei Kunden. Ich glaube zwei Kunden, die ich morgen neben zwischendurch machen soll. Ich weiß nicht. Der eine Kunde kommt ganz drauf an, ob das jetzt dicht ist, was ich gemacht habe. Bei dem ersten Reifen, den ich geflickt habe, da war es offensichtlich, da steckt ein Nagel und ein Bolzen drin. Habe ich rausgemacht, Schlauch geflickt und dann wieder reingebastelt. Ich hoffe jetzt, dass das dicht ist. Beim zweiten konnte ich von außen jetzt keine Feststellung machen, dass da irgendwas drin steckt. Also ich da jetzt erstmal 3 Bar auf den Reifen drauf gemacht habe. Ich habe den von außen einmal abgesprüht. Konnte halt auch jetzt nichts erkennen, dass da irgendwo Luft wegzischt oder so. Oder dass da irgendwo Blasen wirft oder so. Habe ich dann gesagt, komm, guckst du dir das an und machst das dann halt im Endeffekt fertig. Habe ich jetzt erstmal so gelassen, habe ich jetzt 3 Bar drauf gemacht, ist auf der Maschine noch drauf, gucke ich morgen früh, sind da ebenfalls noch 3 Bar drauf, kriegt der Kunde den Reifen erstmal wieder.
weil dann da noch länger und mehr und drum zu fummeln, das hat halt leider einfach gar nichts und kostet halt bei so Sprengringfelgen halt einfach auch nur ewig an Zeit. So dumm wie es klingt, es kostet halt einfach ewig an Zeit. Naja, ich habe jetzt für den einen Reifen ewig gebraucht, bis ich den mit dem Springring von der Felge runter hatte und dann ist da so ein komischer Einsatz noch mit drauf und dann hier gucken, da gucken. Dann hat es auch ewig gedauert, den ollen Kackpanöpel da, den sie sich da reingefahren haben, da wieder rauszuziehen. Da hatte ich ja dann auch wieder richtig Bock. Naja, könnt ihr nichts für, kann ich nichts für. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen, für mein Leid. Wir hören uns morgen wieder. Ich denke mal, dass wir dann auch Informationen haben, wie es weitergeht. Vielleicht habe ich noch ein paar Informationen zu meiner Prüfung, weil ich jetzt erst wieder Freitag LS aufnehme. Morgen ist Donnerstag, da mache ich dann, denke ich mal, zwei Folgen Bussim oder drei, dass wir da schon ein bisschen was weg haben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns mal wieder. Bis dann. Danke. Tschüss.